Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde My Little World. So, irgendwas ist hier los. Warum sind die Dinger schwarz? Bei dem Geld, das ich gesammelt habe. Ich weiß es nicht. Wir öffnen jetzt erstmal unser Geschenk. Das Robo schon wieder. Ich weiß nicht wieso. So, Wechselkurs. Ja, tausche eine Boniware. Jo. Ihr stellt euch jetzt sicher die Frage. Warum mache ich diesen Part My Little World? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe vergessen, am PC meine Kopfhörer zu laden. Und dahin geht auch mein Mikrofon und sowas. Ja, und ich dachte mir, nehme ich doch mal wieder My Little World auf. Ist ja schon lange her, ne? So. Wir schauen mal, wie viel Geld haben wir denn momentan. Ja, jetzt machen wir erstmal die Aufgabe. Lieferant ist schon ausgerüstet. Okay. Dann gehen wir in die Filiale. Was ist denn das? Warum sind die schwarz? Ich weiß es nicht. So. Also, ich mache einmal 15. Also, gelang es zu betonen. Achso, ich kann ja. Ich habe ja keine. Aber ich könnte ja. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich könnte. Zumindest laden die Dinger jetzt wieder. Ich könnte eine Boni-Münze umtauschen. Nicht Boni-Münze, sondern halt. Die Dinger. Egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So. Schauen wir mal, ob das gilt. Ja. So, ich soll noch 7 Mal einen Boni automatisch spielen, das schaffe ich nicht. Es haben nur noch 5 Boni waren, nee, das schaffe ich auch nicht. Ein Herz für Teenager. Sorge dafür, dass 125 Kunden des Typs Teenager deinen Markt glücklich verlassen. Das wird schwierig. Aber jetzt erstmal gelbe Autos. Ach nö, nicht schon wieder. Ja, gelb. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich in den letzten beiden Tagen kein Video hochgeladen habe. Ich mache momentan ein Praktikum. Vielleicht erzähle ich euch dazu noch irgendwann mal was. Aber momentan nicht. Ich schaffe es gerade so diese Folge hier von My Little World aufzunehmen. Das ist eigentlich mein Geld. Ja. Nicht die. Jetzt habe ich es übersprungen. Das ist doch unfassbar. Wer endlich gelb? Ach, weißt du was? Ich wollte gerade sagen, ach, weißt du was, du nervst mich, aber genau in dem Moment wird's gelb. So, hier unten noch die 3. Ja, perfekt. Und du noch. So, dann haben wir es schon wieder geschafft. Muss ich mal schauen. Kann ich euch mal gucken auf den Plan. Und 2 Putzer, dann bräuchte ich jetzt einen. Hier und eine hier. Und dann passt es wieder. Man muss seit dem Update auch mehr tun. Man muss deutlich mehr putzen. Und deutlich mehr Selbstregale auffüllen. Weil die halt nicht mehr so hinterherkommen. Das sind mehr Verschmutzer und sowas da. Ja. Gibt's hier noch was Neues? Nee. Ich kann leider die Ampel nicht mehr umstellen. Früher ging das mal. Und mittlerweile geht es nicht mehr. So, hier einmal aufgefüllt. Jetzt können wir gleich noch schauen, wie viele Esmara-Produkte mittlerweile verkauft wurden. Statistik. Nur 7200. Das ist unfassbar. Was ist denn mit den Kindern los? Dass die laufen ja schon wieder so im Keller. So, wieder die 2 typischen Lebensmittel auf den ersten Plätzen. Wobei, ne, die Milch hat aufgeholt. So, wo haben wir denn Esmara? Müsste jetzt kommen. Deluxe 421 Mal, okay. Flora Best. Und Dings, also 187 Mal. So, dann Esmara. 27 Mal bloß.
Ja, und Silvercrest kam noch gar nicht und Italiano auch noch nicht. Aber vielleicht, also ich glaube, ist Mardas jetzt auch neu. Das hatten wir bisher noch nicht. Vielleicht mache ich auch, wenn Silvercrest und Italiano kommt, dazu auch noch ein Part. Also ist noch irgendwas zu tun? Was ist mit dir los? Ja, können wir mal in die Einstellungen schauen. Gibt es da noch irgendwas Interessantes zu lesen? Ne, Hilfe, was gibt's denn hier noch alles zu lesen? Ich wüsste es gern, warum hier Geld und Lebenspunkte kein Symbol mehr hat. Egal, so. Also. Enttäuschender Einkauf, toller Einkauf. Oh, schöne Deko, Spontankauf, frische Ware. Verdorbene Ware hatten wir zum Glück noch nie. Ware nicht gefunden. Keine Tragehilfen mehr, das hatten wir bisher auch noch nicht, glaube ich. Verschmutzungen im Markt und Weg versperrt, ja. Also ganz ehrlich, wenn sie da in der Filiale nicht durchkommen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also weiter im Geschäft. Dann Regale bauen, ja, es hat niemanden. Objekte bearbeiten, Waren füllen, Regale erweitern, Kasse leeren. Auffrischen, spenden und löschen. Du kannst Waren aber auch spenden für nachhaltiges Handeln. Du kannst Lidl-Punkte, ja, das weiß ich. Strichkooperativ. Ja, gibt's hier nichts Interessantes mehr. Guck mal, ja. Seid doch endlich. So, beste Liste. Ich bin ganz unten in Deutschland. Nee, doch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. So. Dann Trophäen. Was müssen wir denn noch machen? Backe 200 Pakete. Verkaufe 1000 Bananen. Ach du schon, das wird noch ewig dauern. Ja, ich werde wahrscheinlich einige von denen noch erfüllen. Höchstwahrscheinlich nicht alle, aber einige. Ja. Wenn ich alle erfüllt habe, mache ich auch noch dazu ein Part. Ich weiß es nicht, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Irgendwas Wichtiges. Du kannst gleich mal wieder hier helfen. So. Ich glaube, ich mache jetzt eh eine andere Kasse auf vielleicht noch. Das wäre vielleicht ganz praktisch bei den Mengen hier unten. Ja. 16.000. Ja, also... Vielleicht kommt jetzt noch was, vielleicht auch nicht. Ihr werdet es dann sehen. Aber ich glaube, ich bin bei der Aufnahmezeit jetzt fertig. Und dahingehend wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen, traumhaften Tag. Freue dich aufs morgige Video, da kommt sicher auch was. Ja, und dann. Ciao. Ach nö. Ach, wenn es sein muss. Übrigens, das Video zu meinem Praktikum wird höchstwahrscheinlich am Samstag oder am Sonntag kommen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen, traumhaften Tag. Tschüss!